wisst ihr, wer dieser Hammoudi ist? Das ist auch der Hammoudi mit der Geschichte in der Moschee. Wisst ihr noch? Die Geschichte kennt doch schon ganz Deutschland. Oder ganz Deutschland kennt die Geschichte. Voila, Hammoudi. Ja. Halak mir mal. Oh, Alter, ich hab dir gesagt, lass das. Ich lass nicht. Ich lass nicht. So. Halt mal mit zwei. Voila, gar nichts. Hier ist zu Hause liegen, auf der Couch. Wie gesagt, euch zugucken. Ein bisschen lachen. Type. Katala Karako, Schufbad. Yalla, Sir. Yalla. Boah. Das war doch die Geschichte mit Moschee, wo der eine gesagt hat, ey, der ist doch Schiit, der bringt ihn nicht hin. Wisst ihr nicht mehr die Geschichte? So. Kennst du die Geschichte, Kabal? Sag Wallah. Ich weiß es nicht mehr. Ich mach Kurzfassung. Ich geh mit dem Freitagsgebet. Ne? Hohe Schier. Wir gehen rein. Wenn du reinkommst, du betest doch zwei Dakat. Wenn du Moschee reinkommst, willst du zwei Dakat. Jetzt gehen wir rein. Der betet zwei Dakat, aber der hat die Arme unten. Schier da. Wir setzen uns hin. Kommt einer zu mir und sagt, Manuel, kann ich mal kurz mit dir reden? Das ist so normal. Ist so, was los? Und so, der meint so, ja, der nimmt mich so vorne in den Vorraum von der Moschee. Der meint so, ja, ich wollte mit dir reden wegen deinem Freund. Ist so, was mit meinem Freund? So, ja. Ist so, so, ich bin in der Moschee, ich habe gar keine Gedanken an was Schlechtes. Ne? Ich sag so, ja, der ist irgendwie ein bisschen anders. Und ich habe mir gedacht, ja, Hamad, ja, was hast du wieder angestellt? Wir sind in der Moschee, was kannst du hier schon angestellt haben? Weil das ist ein richtiger eigentlich. Ne? So. Ich meinte, was hat der wieder angestellt? Und dann sagte er so, ja, mach mal auf groß. Aha, so. Beten anders und so, die mögen uns hier nicht. Und dann fängt an bei mir zu dimmern so. Und meine Laune sinkt. Ich bin 100 in der Moschee, meine Laune geht auf 15. Ich sag, Scho, was meinst du mit, der ist anders und die mögen uns nicht? Direkt so diese Attitude. Du kennst direkt so, Scho, Janne, was meinst du damit? Der so, dann platzt er aus. Das sind Schiiten. Die haben doch ihre eigene Moschee. Allahu Akbar. Möge Allah mir verzeihen. Möge Allah mir verzeihen. Ist so, du. Und ich meine so, der ohne Beitel, Allah, ja, Salami, Minend. Wer bist du denn, Alter? Bist du denn, dass wir hier reinkommen und wenn ich. Sag ein Töbe, Staffel, das nicht, aber. Alle. Das weiß ich nicht, aber eigentlich alle Religionen können bei uns auch. Ich glaube, jeder darf in eine Moschee. Ja? Ist das falsch? Oder nur die von Ahlul Kitab? Doch, in jede Dingsgebete auch beten. Wenn du an einen Gott glaubst, darfst du. Deswegen, Basel Ahlul Kitab? Oder alle? Ich glaube, Moscheen nicht. Also die an die Dreifaltigkeit oder so glauben, also an mehrere Götter. Die dürfen, glaube ich, nicht, aber alles andere schon. Ich glaube, jeder darf in eine Moschee. Jeder darf. Ja, jeder darf. Ja, doch, ich glaube, jeder darf rein. Weil dann, wenn die, ich glaube, einer will nach dem Islam fragen, Adolf. Der Islam ist ja nicht so. Ich glaube, jeder darf rein. Ich wusste das jetzt nicht, deswegen frage ich hier. Ne? Wenn ich das weiß, ist das Gottes Haus und jeder kann in Gottes Haus. Ja, also nach Mekka dürfen nur Muslime. Ja, das glaube ich, aber ich glaube, in die Moschee darf jeder rein, glaube ich. Ne? So, auf jeden Fall. Respekt. Ich verfluch den Typen von oben bis unten. Der so, ist doch Moschee, du kannst nicht so reden. Ey, ich meine so, mach zu, du. Was passiert, weil ich so schreie? Die Leute kommen aus der Moschee in den Vorraum und sagen, was los? Schuh. Ich meine so, der sagt mir, weil mein Kollege Schiit ist, er darf nicht hier rein. Alles so, wie geht es? Ich meine so, guck mal, weißt du, was ich jetzt mache? Ich meine so, komm. Ist so, da. Ich gehe in die Moschee rein, große Moschee, ne? Ich gehe in die Moschee und der Hammoudi ist auch gekommen. Der meint so, Manuel, Bahiyat, bitte blamier uns nicht. Bitte lass sein, lass gut sein. Ich meine so, Wallah nein. Ich packe Hammoudi so am Arm. So, Daule, komm mit. Ich gehe in die Mitte von der Moschee.
Ich sage, yalla, salli. Der so, Manuel, bitte, bitte. Ich meine so, ich sag's dir nicht, man so, walla, blamier mich nicht. Du, wenn du jetzt nicht betest, hast du mich blamiert. Der so, Bismillahirrahmanirrahim. Der Mann, ich meine so, bete. Und wer ein Mann ist, soll ihn davon abhalten, weil er Schiit ist. Wer ein Mann ist, soll ihn abhalten. So, alle so, Manuel, walla, du hast recht, aber du machst falsch. Ich meine so, wer ein Mann ist, hält ihn jetzt davon ab, dass ihr betet. Der betet sein Gebet in Turbo durch, dann sind wir abgehauen. Ja. Ja, Walla. Es gibt viele fehlgeleitete Menschen. Fehlgeleitet Bass? Komm. Auf wie viele Songs sollen wir reagieren? Zwei? Je? Sollen wir auf zwei Songs guck mal, reagieren? Guck mal, wo wir sind. Guck mal. Ja, Bruder, dann wir reden gerade über schöne Sachen, Gio, du. Ja, du machst Hype, ja. Bro, Jirt, warum reißt du den Filter ab? Weil das R1-Zigaretten sind, damit die ein bisschen stärker sind. Was für neue Songs? Ist heute Donnerstag? Ja, was denn sonst? Haben wir schon wieder 12 Uhr? Ja. Ja. So. Weil mich interessiert kein neuer Song, der rausgekommen ist. Warte, ich guck erstmal, welcher rausgekommen ist. Ich guck mal, ob ich überhaupt irgendein Gesicht geben will. Voila. Mir gibt auch keiner. Was ist rausgekommen hier? Also. Warte. Warte. Uninteressant. Oder ja. Kein Bock. Ich schwöre, null. Massiv. Doch. Massiv Album Turbo kommen. Das könnt ihr euch geben. Massivs Album, ja. Ja, Massivs Album ist rausgekommen. Massiv Turbo Kanak ist rausgekommen. Das könnt ihr euch geben. Warum? Ja, weil das rausgekommen heute. Gebt euch das. Das ist sogar ganz geil. Abi, bist du danach nochmal da beten gegangen, nach dem Vorfall? Ja, klar. Ja, jahrelang aber nicht. Jahrelang nicht. Aber 10 Jahre später oder so. Also jetzt gehen wir wieder dahin. Jetzt sind wir jeden Freitag da. Aber der Mann ist auch nicht mehr da. Doch, der ist da. Hä? Wenn er auch nachholt. Voila? Ja. Ich hab den nicht gesehen. Doch, doch. Ist er noch da? Ja. Achra fitumu achra. Achra fitumu achra. Nein. So. Ach. Maho 47 ist rausgekommen. Maho kann man sich geben. Maho 47 ist ein guter Junge. Ah. Hallo. Hey, Hecke. Ist das von TikTok? Kurz, ich glaube schon. Schöne Grüße an Mao. Ja. Uè, fratello, non mi fermi. Manco per dici capo, manco per dici stipendi. Nella stessa cosa senti. L'importante non ti arrendi. Glock shot, fall biscos. Meglio non la stendi. Ci diventi col cazzo che molli se ci credi. Kurdish, kurmanch, hamu business senza avere un capo. Allo, allo, zio, portami chili da zaho. Non mi dire di no. Ruba la casa del ladro. Non sai quanti sputa palina abbiamo derubato. Allo, allo, l'ennesimo che facciamo. Manco l'ampinzato. Se la stava già cantando per colpa di un ratto. Giardo che non è stato educato, quanti tiri son finiti fra il commissariato. Fikurmanj, Kalash Kurdistan. Fikurmanj, Kalash Kurdistan. Fikurmanj, Kalash Kurdistan. Fikurmanj, Kalash Kurdistan. Maho, wara. Erzähl mir bitte nichts vom Business, 7 Amme. Meine Brüder sind real, drücken Kilo, Packet. Meine Hood, Dispock, es viel los. Ache, ballern Kugeln, aber nicht wie Leroy Sonne. Sind connected bis Tore in Mailand, Roma. Gucker auf Speedboat, nicht Coca-Cola. Bunker, Masari, Fehl, Show, Batak, Mene. Eine Hand betet, andere Hand am Niblis. Die Familie ist türkisch, Arab, Kurdisch. Gibt es Maschkal, Mamaschkal, Knallen, Uzis. Ruf mein Bruder an, Allo, Weinak. Zu viel Harakat, zu viel
Wache in Ayak. Kennen Hunger zu gut, unser Brot war Bayat. Baba Inshallah, leben bald Ahla Hayat. Charamets hören das so, mache Spagat. So viel irre Männer, aber Walla, keiner Adam. Krasses Ding. Punkt mach auf. 4-7. Fikumanj, Kalash Kurdistan. Fikumanj, Kalash Kurdistan. Fikumanj, Kalash Kurdistan. Fikumanj, Kalash Kurdistan. Mao 47 kenne ich schon sehr lange, der ist sehr underrated. Voila, der ist sehr underrated. Ihr müsst ihn auf jeden Fall abchecken. Der Junge ist schon lange am Start und der arbeitet sehr hart und gibt sehr viel. Und das ist jetzt ein neuer Track auf jeden Fall. Der ist sehr, sehr krass. Der hat einen brutalen Part hingelegt. Wir haben auch, der hat auch viele TikToks damit gemacht. Ne? Also, ihr müsst auf jeden Fall Mao 47 abchecken. Ein guter Junge, ist auch ein Duisburger hier aus dem Ruhrpott von uns. Abus, einig, Abus. Lasst mal ein Like da und schreibt eine schöne Grüße vom Tisch. Genau. Unter das Video. So. Check den ab. Jad. Tamam. Der Kaffee oder was? Der Kaffee. Der Kaffee, Mo? Ja, 2 Stunden. Gestreamt. Auf süß. Auf ganz entspannt. War auf jeden Fall ein guter Stream, 2 Stunden lang. War aber geiler Stream. Ja. Wie viele Mann sind wir überhaupt? Was?